Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play von mir, Pokémon, die Kristalledition von 2001. Das war so eigentlich das letzte Pokémon-Spiel aus meiner, ja, Pokémon-Vergangenheit, sag ich's mal. Mit Kristall habe ich noch gespielt gehabt, ich habe es nie durchgespielt. Silber hatte ich durchgespielt, aber Kristall habe ich nie durchgespielt. Weiß auch gar nicht warum, ehrlich gesagt. Irgendwie hat es mich dann noch nicht mehr so ganz gepackt gehabt. Und für Game Boy Advance habe ich nie ein Pokémon gehabt, obwohl ich ein Game Boy Advance hatte. Und erst mit der Bundeswehr, Pokémon Y kam damals raus und da hatten ein paar Kameraden Pokémon gespielt, haben mich wieder mitgerissen in den ganzen Hype. Und da habe ich dann mir dann 3DS gekauft und Pokémon Y gespielt und habe so immer wieder ein bisschen was gespielt. Ich habe ja auch auf dem Kanal schon die Gelb-Edition und Let's Go Pikachu, Let's Played. Und ja, Pokémon wird dieses Jahr 25 Jahre oder ist 25 Jahre geworden. Und dementsprechend musste ich mich da auch wieder dran begeben und gedacht, fangen wir mit Kristall an, weil das habe ich wieder noch nie durchgespielt. Ich habe aber nicht mehr wirklich viel Erinnerungen an Kristall oder an Silber. Ich habe mal gerade kurz hier gucken. Kampfstil, Wechsel, Sound, Mono. Ich weiß gar nicht, was da ich mal eingestellt habe. Müssten halt Standardeinstellungen sein. Machen ein neues Spiel. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Junge. Ich muss mal gerade meinen Sound ausmachen, ja. So. Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Dass die nie eine Uhr haben. Was haben wir denn jetzt? Wir haben 8. Ne, nicht vormittags. Nacht, 8 Uhr. Na, dann müssen wir eher auf 9 Uhr gehen. Wir haben schon fast 9 Uhr. Ja. Achso, na, toll. Ja, komm, machen wir auf 0. Stimmt nicht ganz, aber die 8 Minuten, was soll's. Kein Wunder, dass es so dunkel ist. Könnte natürlich ein Problem sein, dass ich jetzt dann nicht immer, wenn ich aufnehme, ist es schon dunkel. Und wir spielen hier nur noch nachts. Das wäre natürlich auch irgendwie blöd. Ah, egal. Ey, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Arch. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich kenne den Text so auswendig. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon. Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Mein Name ist... Wie immer... da oben. Fredo. Natürlich. Fredo, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon. Abenteuer erwarten dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Ja, Silber habe ich gespielt, auch ein bisschen Kristall. Dementsprechend komme ich da mit den Namen noch einigermaßen mit. So, Fredo schaltet den PC ein. Da müsste doch ein Trank drauf sein, oder? Was? Da ist nichts drauf. Wegwerfen, Briefkasten. Haben wir Briefkasten? Ah, da gibt es ja auch Dekoration, gab es ja hier, ne? Kann man hier ein Poster, man kann da irgendwie, ich weiß noch, ich hatte eine, hier, da oben hatte ich irgendwie so eine Relaxo-Puppe, so ein riesen Kissen-Dingen. Schlafen können wir nicht. Pokémon, Professor Eich, Pokémon Talk. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Was? Pokémon-Programm. Hier ist DJ Margit, Ihr Co-Moderator. Pokémon, Pokémon-Programm. Dies ist ein Fernsehgerät. Cool. Eine komplette Sammlung von Pokémon-Bilderbüchern. Das ist die Karte. Ja. Johto heißt die Welt.
Kanto war die erste, Johto war die zweite. Ja, ich bin nicht der fitteste in Pokémon, weil, Meist ist schon her, Y habe ich auch durchgespielt. Aber dann habe ich auch noch Sonne, Mond, habe ich mir Sonne, glaube ich, geholt, das habe ich aber noch nie gespielt. Ein bisschen mal im Schwarz reingespielt, Platin habe ich ein bisschen reingespielt, aber nicht wirklich weit. Aber das möchte ich jetzt nachholen. Wobei die DS-Spiele, weiß ich nicht, wie ich die capturen sollte, das geht leider nicht so einfach. Es gab da so eine Möglichkeit, den DDS, 3DS umbauen zu lassen, allerdings bietet die Firma das nicht mehr an. Die haben wahrscheinlich alles ausgebaut, was geht, also was sie an Material hatten, und kann man momentan nicht bestellen, leider. Guten Abend, Fredo. Ich bin zu Besuch. Fredo, hast du schon gehört? Meine Tochter will unbedingt Professor Linds Assistentin werden. Cool, sie liebt Pokémon von ganzem Herzen. Oh, Fredo, unser Nachbar Professor Lind hat nach dir gesucht. Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokémon-Com ist von der Reparatur zurück. Da hast du ihn. Das war dein Telefon, ne? Fredo erhält Poké-Com. Pokémon-Com oder einfach nur Poké-Com. Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist denn heute? Wir haben Samstag. Ja. Haben wir Sommerzeit? Ja. Ja. Geh nach Hause, um deine Uhr auf Sommerzeit oder Winterzeit einzustellen. Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Nee, werde ich nicht mehr. Ich werde die Anleitung lesen. Schalte den Poké-Com ein und wähle das Telefonsymbol an. Telefonnummern werden gespeichert. Wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ist das nicht praktisch? Ein bisschen blöd. Das Schwarz hier, ne? Das Schwarz ist total grau. Das ist kein bisschen schwarz. Ich weiß nicht, ob das am Retron 5, ich nehme den Retron 5 auf, liegt, ob ich das irgendwie dunkler einstellen soll. Aber die Farben sonst sind eigentlich ganz okay. Ich würde das nicht wirklich dunkler machen. Mal sehen, was da im Kühlschrank zu finden ist. Tafelwasser und leckere Limonade. Ja, nimm mit. Werden noch eine Menge Durst haben. So. Jo, Fredo. Ich habe gehört, Professor Lind hat neue Pokémon entdeckt. Ich finde den Style von Pokémon so viel, viel besser, ne? Also ich nenne immer den Legend of Zelda Style, so von oben, so guck diesen Gameboy-Style. Ich mag die Zelda-Spiele auch lieber aus dieser Perspektive als irgendwelche 3D. Wobei das Link's Awakening für die Switch ist ja auch 3D, das, aber muss halt für diese Vogelperspektive sein. Das mochte ich bei Pokémon auch irgendwie immer besser, also lieber. So, wen haben wir hier? Hi Fredo, mein Mann ist immer so beschäftigt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wenn er sich in seinen Pokémon-Forschungen vertieft, vergisst er sogar zu essen. Achso, das ist der Professor Lind wahrscheinlich, dann sagt jemand. Wenn ich groß bin, helfe ich meinem Papa. Ich werde ein großartiger Pokémon-Professor. So. Ist das hier so ein Fenster? Mein Spiegelbild sieht gut aus. Ja, natürlich. Pokémon, woher kommen Sie? Wohin gehen Sie? Warum war noch nie jemand Zeuge der Geburt eines Pokémon? Ich will es wissen. Ich werde mein Leben in den Dienst der Pokémon-Forschung stellen. Dies ist ein Teil von Professor Linds Aufzeichnungen. Aber die Pokémon schlüpfen doch generell aus Eiern, oder? Also es sind ja keine Säugetiere. Vertue ich mich jetzt. Du konntest doch jedes Pokémon züchten über ein Ei. Pikachu ist ein entwickeltes Pokémon. Professor Linds Entdeckungen sind wirklich erstaunlich. Er ist berühmt für seine Forschungen auf dem Gebiet der Pokémon-Evolution. Seufz. Ich wünschte, ich wäre ein Forscher wie er. Also, ich spreche generell immer mit allen Charakteren, die wir so antreffen. Wow, dein Pokémon ist beeindruckend.
Hast du den von Mama bekommen? Ich habe gar kein Pokémon. Ich habe gar... Hallo? Ah, Pokémon, den habe ich falsch gelesen. Guck mal, das sieht so ein bisschen komisch hier aus. Geschnitten aus da. Ist das normal? Sonst ist das Bild doch richtig. Aber hier das irgendwie. Da mit dem Menü. Ne? Das M. Das ist irgendwie komisch. Ich glaube, ich mache hier mal einen kurzen Cut und überprüfe mal eben den Retro und die Einstellungen. Vielleicht kriege ich dann auch ein schöneres Schwarze. Wir können schon mal speichern. Sicher, sicher. So, scheint so normal zu sein. Ich habe übrigens jetzt gerade noch ein bisschen die, den Screen eingestellt vom Retron. Also irgendwie über die, war auf meinem Fernseher eingestellt. Er hat irgendwie komisches Maß. Der Monitor hat ein anderes Maß und ich habe in der Aufnahme nachgeguckt. Das passt dann auch da. Aber jetzt ist die obere und Unterkante hier voll drauf. Aber das hier scheint normal zu sein. Ja, jetzt ist gerade wieder die Aufnahme abgeschmiert. Irgendwie, mein Mischpult scheint da irgendwie Theater zu machen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich brauche eins mit externem Stromanschluss. Weil immer wenn ich das in den Kabel dann rausziehe und... Also die Aufnahme geht dann weg, meine Maus geht weg, meine Tastatur, alles geht. Alle meine USB-Peripherie geht weg. Weil das Mischpult irgendwie Zicken macht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Naja, mit der hatten wir geredet. Dem haben wir noch nicht geredet. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Was starrst du so? Autsch, netter Kerl. Wenn ich den jetzt nochmal anquatsche, was sagst du dann? Na, das ist das Gleiche. Ist cool, wenn die dann tatsächlich irgendwie, einen weiteren Text haben, wenn man sie so das zweite Mal anspricht. Lind, Frido. Ach, der ist ja hier drin. Ich hatte eigentlich gedacht, der wird mich hier abfangen, wenn ich da, aus dem Busch rausgehe, aus dem Busch gehe. Das macht er anscheinend nicht. Kann ich dann einfach in den Busch gehen? Eigentlich nicht, ne? Das wäre ja eigentlich immer so gewesen bei Pokémon, dass man nicht rausgehen kann. Man ist schon echt lange her, dass ich das gespielt habe. Fredo, du bist... Da bist du, ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Forschungen durch. Ich habe mich gefragt, ob du mir dabei hilfst, Fredo. Verstehst du? Ich schreibe an etwas, das ich bei einer Konferenz vorlegen möchte. Aber da sind noch einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum, ich möchte, dass du ein Pokémon trainierst, das ich vor kurzem gefangen habe. Lüb. Aber ich brauche deine Hilfe. Lüb. Aber ich brauche deine Hilfe. Okay. Danke, Fredo. Du bist mir eine große Hilfe. Wenn ich meine Ergebnisse vorlege, werden wir sicher noch weiter in die Geheimnisse der Pokémon vorstoßen. Darauf kannst du dich verlassen. Oh, hey, ich habe eine E-Mail. Okay. Hör gut zu. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er irgend eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich dieses Mal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Moment, ich hab's. Fredo, könntest du der Sache... nachgehen? Ich möchte, dass du eines der Pokémon aus einem dieser Bälle trainierst. Du wirst der erste Kamerad dieses Pokémon sein. Fredo. Such dir eins aus. Tjo, welches nehmen wir denn? Feugel? Warum ist der nicht in Farbe? Lind, willst du Feugel, das Feuer-Pokémon? Nein. Überleg es dir gut. Also, vielleicht schon. Die Wahl des Partners ist sehr wichtig. Dann hätten wir, glaube ich, hier Kanimani. Machen wir mit Wasser starten.
Willst du Kanimani, das Wasser-Pokémon? Kanimani ist schon eigentlich auch ganz cool, ne? Deine Wahl deines Partners ist sehr wichtig. Indivia. Lynch, entscheidest du dich für Indivia, das Pflanzen-Pokémon? Nein. Ich überlege gerade noch. Ich überlege, ich hatte eigentlich vor, alle Pokémon-Spiele, die ich Let's Playen kann, auch zu Let's Playen. Das heißt, ich muss mir noch Gold holen, weil Silber habe ich ja aus meiner Kindheit. Wäre natürlich cool, wenn wir jedes Mal einen anderen Starter nehmen würden, ne? Starten wir mit Feuigel, komm. Wir starten mit Feuigel. Das ist nämlich auch der, den ich sonst immer genommen habe. Willst du Feuigel, das Feuer-Pokémon? Ja, komm, wir nehmen Feuigel. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Fredo erhält Feuigel. Möchtest du einen Spitznamen geben? Nein, ich mag keine Spitznamen. Mr. Pokémon lebt ein wenig nördlich von Rosalia City, dem nächsten Ort. Der Weg führt dich fast direkt dorthin. Du kannst es nicht verfehlen. Aber nur für den Fall, dass hier ist meine Nummer. Ruf an, wenn es etwas gibt. Fredo erhält Lins Nummer. Yay, yeah, wir haben die Telefonnummer. Oh, Entschuldigung. Ist dein Pokémon... Mann, ich habe immer, wenn ich aufnehme, ey. Dann muss ich immer niesen, ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich, weil ich so viel quatsche. Ist dein Pokémon verletzt, solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Benutze sie so oft du willst. Fredo, ich zähle auf dich. So. Feuigel. Level 5, er hat sogar was dabei. Item. Nimm, was haben wir da? Nimm Beere von Feuigel. Okay. Item. Gib. Beere. Also man konnte ja auch, konnte man hier schon was pflanzen? Das ist ein bisschen blöd bei den Smaragd und Rubinrot. Die habe ich mir bei eBay gekauft und die Batterien sind leer. Könnte sie tauschen, will ich aber nicht. Weil ich eher um Retro spiele, dann ist das egal. Weil das Event halt trotzdem läuft, weil dem juckt das nicht, dass das einfach mal hier keine Batterie hat. Pokémon wollte ich mal gucken. Da ist die Uhrzeit und hier kommen Mama und Puffinit. Hallo, Finn. Hallo? Oh, hi, Fredo. Du bist auf einer Mission für Professor Lind. Mach's gut. Ich wollte ja erzählen, dass ich ein Pokémon habe, ey. Professor Lind, anrufen. Steht direkt vor ihm. Du musst diese Gesprächspartner zu Fuß aufsuchen. Was ist das denn? Dass der Telefon sagt, ich soll zu Fuß hingehen? Ist auch nicht schlecht. So, wir haben 3000 Poké-Dollar, 14 Minuten schon gespielt und wir haben 0 Orden von 8. Ist ja klar. Boah, ich wollte schon mal reingucken. Items. Achso, man muss hier so durchgehen. Man hat ja verschiedene Fächer. Das war hier schon. Joa. Feuigel, was hat er denn für Status? Ja, ja. Und ja, nicht tauschen habe ich gerade geklickt. So, das sieht cool aus, ne? Wie er so animiert dann da auch ist. Finde ich richtig cool. Level up in 44 Punkten. Tackle, Silberblick. Angriff. Da habe ich ja nie groß drauf geachtet, aber einfach immer nur gespielt. Ob der jetzt super krasse Sachen hat oder nicht. Fredo, ich möchte, dass du das mitnimmst. Fredo hält Trank. Das ist aber nett. Fredo steckt Trank in Itemtasche. Wir sind nur zu zweit und wir haben viel zu tun. Danke. Wir sind... Achso, okay. Ich muss noch ein bisschen was anderes erzählen. Jo, dann... Ich weiß gar nicht, ob es einen Unterschied macht, ob Tag oder Nacht ist, was für Pokémon man fangen kann.